Häuser sagen Nein. Und das war eine und ist auch immer noch eine Mieterinneninitiative, die sich einst mal gegen den Verkauf ihrer Häuser an Deutsche Wohnen gewehrt hat und für die Kommunalisierung ihrer Häuser gekämpft hat. Wir sind jetzt leider in Händen der Deutsche Wohnen, aber wir machen weiter, denn wir denken, dass aus dem konkreten Kampf auch der Kampf für den richtigen politischen Wandel folgen sollte. Und wir haben uns aus unserem Fall wahnsinnig viele Dinge mitgenommen. Wir haben gelernt und wollen, dass all die Bemühungen der Stadtgesellschaft um die Kommunalisierung ihrer Häuser jetzt endlich mal erfolgreich werden. Und so haben wir uns aufgemacht und Verbündete gesucht im politischen Kampf um das Vorkaufsrecht. Denn es braucht ganz dringend eine Reform, damit die Stadt stärker ist als die InvestorInnen und stärker ist als die FinanzmarktakteurInnen, die so aggressiv gerade auf dem freien Immobilienmarkt um ihre Marktanteile streiten und Stück für Stück sich breit machen in dieser Stadt. Auf Kosten der MieterInnen. In Kooperation mit Biesenkiez und dem Berliner Mieterverein haben wir eine Petition gestartet. Ich sage euch später noch, wo ihr die findet, die alle nötigen Forderungen stellt und hoffentlich in den Bundestag hineingebracht werden kann, damit die Bundespolitik endlich mal versteht, was in diese Baugesetzbuchnovelle eigentlich eindringen muss, damit das Vorkaufsrecht in diesem Fall auch wirklich zu einem starken Instrument wird. Ein Instrument, das es schafft, die Immobilieninvestoren aus der Stadt zu verdrängen und deren Spekulationslogik endlich zu durchbrechen. Und damit letztlich nicht nur Wohnraum wieder dem Gemeinwohl unterstellt, sondern auch den Bezirken und den Kommunen und damit auch den Menschen wieder mehr Souveränität über die Stadtentwicklung hier vor Ort geben kann. Das kommunale Vorkaufsrecht leidet nämlich jetzt akut noch in der Gesetzesgebung unter folgenden Problemen. Die Kaufpreise sind zu hoch, die Fristen sind zu kurz und es gibt zu wenig Anwendungsbereiche. Deswegen fordern wir erstens unbedingt ein preislimitiertes Vorkaufsrecht. Die Kaufpreise sind nämlich gegenwärtig noch bestimmt durch die Spekulation auf hohe Erträge und maximale Mietsteigerungen und noch teurere Weiterverkäufe, zum Beispiel auch durch Umwandlung in Eigentumswohnungen. Deswegen ist die Kernforderung dieser Petition, die Preise für den Vorkauf zu begrenzen. Denn der größte Kritikpunkt, und den kann man nicht von der Hand weisen, ist, dass wenn die Kommunen zu dem Kaufpreis der Spekulation kaufen, dann bedienen sie nämlich auch die Spekulationspreise und treiben damit diese ganze Spekulation weiter an. Deswegen kann erst ein preislimitiertes Vorkaufsrecht die Kommunen dazu befähigen, Grundstücke und Immobilien tatsächlich zu kommunalisieren. Unsere Forderung lautet deswegen, die Kaufpreise so zu gestalten, dass sie von der Spekulation endlich bereinigt sind und über den Wert ermittelt werden, der auf dieser Grundlage von sozialverträglichen Mieten tatsächlich nachhaltig erwirtschaftet werden kann. Unsere Forderung ist, dass zu einem Ertragswert bei sozialer Nutzung gekauft werden kann, nicht zu den Spekulationspreisen des freien Marktes. Die zweite Forderung. Die zweite Forderung betrifft die Fristen der Vorkaufsrechtsausübung. Ich brauche euch nicht erzählen, warum das unfassbar schwer ist für eine Gemeinde oder für eine Kommune und einen Bezirk, diesen Vorkauf einzuleiten, gemeinwohlorientierte Käuferinnen finden, die Finanzierung auf Landesebene stellen. Wir wollen die Erweiterung von 2 auf 6 Monate, aber da kommt noch was hinzu, denn in Zukunft braucht es mehr als nur Zeit. Wir müssen auch die Abwendungsvereinbarung, also der Vertrag von dem, zwischen Bezirk und den Erstkäuferinnen, in unserem Fall Deutsche Wohnen, hoffentlich nicht wie in dem jetzt akuten Fall Heimstaden. Auch diese Abwendungsvereinbarung müssen wir zeitlich befristen, denn im jetzigen Gesetz kann ein solcher Vertrag zur Abwendung bis zum letzten Stichtag der Vorkaufsfrist den Vorkauf tatsächlich abwenden, deswegen heißt es auch so. Die Abwendung ist also per Gesetz prioritär. Die Kommunalisierung als eigenständiges Ziel zum Wohle der Allgemeinheit ist per Gesetz gar nicht angestrebt. Wir wollen aber, dass die Kommunalisierung angestrebt ist. Deswegen muss das Verfahren auch dahingehend geändert werden, dass die Frist zur Unterzeichnung einer Abwendungsvereinbarung innerhalb der Frist zur Vorkaufsrechtsausübung deutlich verkürzt wird, und zwar auf 2 innerhalb dieser 6 Monate. Und die dritte Forderung, ist, ja, jetzt geht es ja noch so gesetzlich, dass Vorkauf nur dort ausgeübt werden kann, wo ein Milieuschutzgebiet ausgezeichnet ist. Aber wieso will das Gesetz eigentlich nicht, dass überall günstiger Wohnungsbestand garantiert ist? Flächendeckend. Also, die Anwendungsbereiche ausweiten. Vorkaufsrecht soll im gesamten Gebiet der Kommune und der Bezirke gelten. Aber auch angewendet werden können auf diese Immobilientricks über Share-Deals, Häuser zu erwerben und damit das Vorkaufsrecht auszuhebeln und gleichzeitig die Grundsteuer zu vermeiden.
Und wenn es um Boden geht, auch auf ungenutzte und untergenutzte Flächen, denn der Bezirk muss jetzt endlich mal in großem Maße ankaufen können. Das sind unsere Forderungen und wenn diese realisiert und damit auch gesetzt würden, dann könnte sich vieles ändern in der Stadt und tatsächlich auch, weil Bundesgesetzgebung, überall in allen Städten dieses Landes. Denn je mehr Anwendungsbereiche es gibt und je mehr sich Bezirke durch die Preislimitierung kommunalen Vorkauf auch tatsächlich leisten können, desto mehr Einfluss können die Kommunen auf die Stadtentwicklung, die Immobilienpreise, die Mietpreisentwicklung, aber auch die Bodenpreisentwicklung vor Ort nehmen. Alles hängt zusammen und alles bündelt sich letztlich in der Frage, die viel zu oft vernachlässigt wird: Wem gehört eigentlich der Boden? Und da mache ich jetzt einen kleinen Exkurs und ich hoffe, das langweilt euch nicht, aber ich denke, das ist wirklich eine interessante Frage, wem dieser Boden gehört. Warum ist das wichtig? Weil uns dann einmal auffällt, wie die Besitztümer eigentlich verteilt sind und wie diese Besitzverteilung auf unser aller Leben Einfluss nimmt. Wer auf einem Parkplatz von einem Supermarkt parkt, ohne dort einzukaufen, kann abgeschleppt werden, weil der Parkplatz irgendjemandem gehört. In Bahnhöfen, in Shopping-Malls, auf Wiesen und in Wäldern gelten Benimmregeln und Verbote, die im Wesentlichen derjenige festlegt, der sich hier Eigentümer nennt. Und wir können nicht an einem Spreeufer sitzen, weil die Ufer mit Bürogebäuden zugebaut sind. Und wir dürfen einen Strand am See nicht betreten, weil dort ein Hotel steht oder eine Villa, zu dem dieses Stück Strand gehört, weil irgendjemand also dieses Stück Strand besitzt. Dieses Dogma des Privateigentums an Grund und Boden beherrscht unbemerkt unseren Alltag und wir merken das gar nicht und wir nehmen das für selbstverständlich hin. Und so richtig absurd wird das erst, wenn man sich mal die Geschichte des Grundeigentums anschaut. Und jetzt gehe ich wirklich geschichtlich ganz weit zurück, aber es ist interessant, hoffe ich. Sobald die Menschen sesshaft geworden sind, haben sie sich zur Selbstversorgung ein Stück Land gesucht, ein Haus in die Mitte gestellt und dann die herumliegenden Felder beackert. Und dann ein bisschen Tauschhandel betrieben. Aber dann gab es halt auch solche Menschen, die sich aus irgendeinem Grund zu höheren Berufen gesehen haben und nicht Ackerbau betreiben wollten. Dann sind die zu Unterdrückern geworden und gingen einfach zu dem Acker und haben dem Besitzer gesagt, das ist jetzt mein Stück Land und du musst mir was von deinem Gewinn abgeben, sonst haue ich dich kaputt. Und so langsam aber sicher schält sich dann langsam heraus, dass sich Machtverhältnisse und Hierarchien herauskristallisieren. Ganz dinghaft gemacht nur am Bodeneigentum. Die Geschichte des Aufteilens von Grund und Boden in Eigentum ist auch eine Geschichte von Herrschenden und Beherrschten. Und dann haben die Herrschenden auch noch das Recht erfunden, das Recht auf Eigentum. Und jetzt haben wir den Salat. Und so setzt sich die Geschichte fort. Und da diese Geschichte so unglaublich alt ist und wir es irgendwie einfach gar nicht anders kennen, nehmen wir das als gegeben hin, dass jeder Zentimeter dieses Landes, jeder Zentimeter dieser Welt irgendjemandem gehört und dieser irgendjemand darüber verfügen kann. Heute ist die Geschichte des Bodeneigentums immer noch eine Geschichte der Herrschenden und Beherrschten, nur nennen die sich jetzt VermieterInnen und MieterInnen. Die Frage, wem der Boden gehört, ist dann auch immer eine Frage von Macht. Und das gilt bis heute. Wer den Boden besitzt, kann bestimmen über das Leben der Menschen, die darauf gehen, wohnen, leben, schlafen oder arbeiten. Die EigentümerInnen besitzen und mehr tun sie eigentlich nicht. Sie besitzen und sie verdienen daran. Und da wir verdammt nochmal im Kapitalismus leben, können sie diesen Boden auch vermarkten. Eine Brache ist eine Brache. Und sie bleibt auch 10 Jahre lang noch eine Brache, wenn sich die EigentümerInnen dafür entscheiden, sie nicht zu nutzen oder dem Allgemeinwohl zur Verfügung zu stellen. Liegt diese Brache dann zufälligerweise in Friedrichshain-Kreuzberg und hat der Eigentümer sie im Jahr 2010 gekauft, so konnte er sie im Jahr 2019 weiterverkaufen mit einer Wertsteigerung von 1587%. Leistungslos. Besitz führt zu mehr Besitz. Und bis heute hat sich dieser Fetisch des Privateigentums überall in unserer kapitalistischen Gesellschaft manifestiert. Eigentum lässt sich monetarisieren, Eigentum befähigt zu verdienen. Am Leben anderer Menschen, die von diesem Eigentum abhängig sind. Ob im Alltag, in den Fabriken oder in der Bücherei, die den Kiez mit Lesestoff versorgt. Die Hierarchien von Reichen und Abhängigen, die bleiben, wenn wir nicht endlich umdenken. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Es ist Zeit, auch hier bei der Bodenfrage endlich mal eine radikale Umverteilung stattfinden zu lassen. Es ist Zeit, das Dogma des heiligen Privateigentums endlich über Bord zu werfen. Und fangen wir endlich mal beim Boden an, beim Fundament unseres Lebens. Und da sind wir wieder abschließend beim Vorkaufsrecht. Ohne ausreichende Bodenressourcen haben Kommunen keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr über die Entwicklung vor Ort. Dass nicht mehr verkauft werden kann und privatisiert werden kann, ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich, hoffe ich.
Aber Rückkauf sollte auch endlich angestrebt werden, denn nur wenn Kommunen über Boden verfügen, können sie auch die Bodenpreise regulieren. Die Ausweitung des Anwendungsgebietes des kommunalen Vorkaufsrechts bei gleichzeitiger Kaufpreislimitierung ist hier die Möglichkeit, diese kommunale Souveränität wiederzuerlangen. Die Reform des kommunalen Vorkaufsrechts bietet damit auch eigentlich die Möglichkeit, wieder günstigen und bedarfsgerechten Neubau zu realisieren. Es braucht also unbedingt einen politischen Wandel. Die Reform des Vorkaufsrechts mag ein kleiner Schritt sein, aber ein ganz entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Also die Häuser denen, die drin wohnen, und der Boden denen, die drauf leben. Danke. Und jetzt der Hinweis, die Petition findet ihr am einfachsten, wenn ihr auf die Homepage von Bisim Kiez geht. Da findet ihr auf der Blogseite von Bisim Kiez einen Eintrag, da steht dann Petition für Reform kommunales Vorkaufsrecht. Da ist die Petition verlinkt. Macht Werbung in euren Netzwerken, macht überall Werbung. Und wir freuen uns sehr über eure Unterschriften und über alle Innis. Und auch wer auch immer uns unterstützen möchte, meldet euch bei uns. Danke.